Wir haben den 1. Juni, ich hab's verpasst. Was denn? Nein. Nee, jetzt ist eh egal, alles gefickt. Oh man. Du bist schon live, hast ja. du gemeint? Gucken wir mal, ob ich das gleich auch sehe. Jo, bist du back? Ach, Dennis. Kann Dennis ja auch irgendwie rein? Können ja. Wenn er mich nicht auf dem Soundboard. Alter, wie lange braucht diese scheiß Update für dieses Handy? Ich meine, läuft aber ja was. Oh Mann, diese MUI. Wo war ja warum? Alter, dieses Handy braucht echt ewig. 55% gerade mal. Jerry? Jo. Das darf ich schon sagen. Nee, alles cool, 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 alles gut, gut, gut. Ey, Niklas, Dennis! Hey. Hey, hey. Ey, Digga, ich bin VR einfach. Wow, Discord VR, Digga. Überheb dich nicht. Warte mal, warum höre ich das jetzt nicht hier für mein... Wenn du mich nicht in deiner VR-Brille hörst, Digga, dann ist alles falsch. Wir können schon starten, wa? Ich warte auf dich, genau. Set. Achso, okay. Hast du alles schon gesehen, alles geplant und so? Ich meine, das Game... Ich bin noch am Erobern. Am Erobern, wohl eher am Helfen bei mir. Digga, jetzt gewinnen wir die Schlacht. Zack, 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 zack. Wenn wir den König umbringen, Digga, war's das wieder. Also, nicht töten. Nur... Okay, ich kann das mal vielleicht so zeigen, was ich da mache. Ja, kannst du uns eine kleine Bühne nebenbei schalten. Dann wünsche ich mir doch jetzt 4 Monitore. Das Game passiert, scheiße. Putz. Oh, jetzt zwei Streams reinziehen. Oh ne, okay, dann noch nicht. Kann ich das einfach so machen? Nee, geht auch nicht. Ich mach mit Handy? Ah ne, VR willst du streamen. Oha. Nee, ich brauchst du wirklich eine Brille? Wie, ich brauche eine VR-Brille. Eigentlich nicht, oder? Nein. Oder? Du hast nur den Minimal... du musst sie aufsetzen. Ich glaube, du musst was im Spiel machen, damit wir sehen, was du auch machst. Wie meinst du das jetzt? Warte mal. Du hast das minimalisiert, also die Anwendung, die du streamst. Bedeutet, die ist pausiert für uns. Wir können es nicht sehen. Oh, that's it. I guess. Oh, so kommt. Jetzt, wie ich das jetzt mache. So, ich bin Lara gleich nächste Stadt. Wichtig und richtig. Was möchte denn der Graf von mir erhaltet? Was? Gerne, komm auf meinen Hof. Wir hätten immer nicht gearbeitet, ne? Jetzt macht die nächste KI-Krieg gegen ihn, ich durch. Und töte ihn. Ja, mache ich jetzt auch. Spanien hilft mir. Hier, Spanien hilft mir. Handy ist mir du eroberst weiter, das ist gut. Ja, mach ich auch. Digga, du hast sogar eine erheblich heftige Truppenanzahl, what the fuck? Bam, 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 auf Arsch, an diesem hier, zack. Und nächste Stadt erobern. Guck mal. Spanien macht's auch. Ah ne, Spanien kommt runter zu dir. Warum auch immer. Muss ich das vielleicht mit Ding hier anmachen, mit Discord vielleicht? Wenn nicht, Dennis, komme ich dir gleich darüber, aber muss ich mir ein Tutorial-Video angucken. Ja. Digital-Video-Abschnitt.
Dienst an der Krone. Wir haben plus 96, ne? Ich bete einfach, dass es so sei. Warte, 96? 96 bei mir. Wow, wir haben es gleich. Fick ihn, fick ihn, fick ihn. Also hier ist noch ein anderer, der was erobert. Das ist halt, da kann ich nichts machen. Oh ja, ich sehe es. Wenn der das erobert. Ich erober meins hier oben schneller als er seins. Also ich glaube, das kriegen wir durch. Ich bete mal. Das ist ein bisschen komisch jetzt, wie ich das mache. Ey, du hörst dich jetzt noch besser an. Jetzt hört man dich in Originalton. Warte mal, ach Gott. In 7 Tagen haben wir gewonnen. Ich sterbe, alle meine Truppen sterben. Ich muss die Konsole erstmal abmachen. Oh, scheiße. Komm, wir schaffen das. Komm schon, noch 4%. Wir sind zwar komplett pleite, aber was anderes. Was? Hallo? Hallo? Oh, wir haben es doppelt. Einen Sohn. Guten Tag. Den nenne ich mal Spinolini. Mögest du mein Kind bleiben? Ach, das ist nicht mein Kind, das ist ja, jetzt bin ich aus der Affäre. Ich konnte nicht mehr abholen, schaffst du schon. Fuck, Alter, was hast du da gelabert, Alter? What the fuck? Ja, wir kämpfen hier gerade noch ein bisschen. Aber egal, jetzt höre ich euch bei meinem Headset, Alter. Ja, und du hörst dich richtig geil an. Ich sag so, wie es ist. Das ist noch besser als dein Headset. Oder redest du trotzdem durch dein Headset? Ich spreche trotzdem durch mein Headset. Wow, Digga, deine Qualität hat sich so verbessert. Das ist so von Valve Index so. Du schaffst das schon, Jerry. Mein Tum sind tot. Aber das Ding ist, ich weiß nicht, wie Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das hier mache. Kann man es vielleicht so machen, oder? Warte. Wir verlieren wieder Sachen, ja. Ne? Naja, leider ist das jetzt, sieht es scheiße aus, wegen so die ganzen Fenster da. Hier. Ui! Ja. Nix scheiße, so. Bruder, sieht gut aus. Ja, oh Gott. So. Ich hab dieses Reich wieder gekriegt. Also ich teste einfach ein paar Waffen aus. Oha, wild. So, wenn es Real-Life nicht geht, funktioniert es da wenigstens. Ja, am meisten, das sind auch sehr viele Real-Life-Waffen. Ein paar von denen sind so April-April-Waffen. Und mit April-April-Waffen meinte ich gleich hier die... Oh Gott, das wird so scheiße aussehen, Alter. Ich sag's jetzt schon. Komm, du schaffst das. Da gibt's einmal... Hm? Jerry, du schaffst das. Boxen jetzt kaputt. Warte mal. Oh Gott, da ist die April-April-Waffe. Wait, what? Das ist die April-April. Wie sieht die aus? Das heißt Babys First Boom. Bringst fest Geld, Niklas. Wir haben's. Oh Gott. Was ist das? Ich krieg kein Italien? Was ist denn jetzt passiert? Ey, Bruder. Ich muss kotzen. Oh Gott, Alter. Italien ist wieder da. Ja, aber es gehört nicht uns. Digga, dieser Spielstand ist so weird. Ja, ich auch. Wir müssen jetzt erstmal warten. Oh Gott, das ist so dämlich. Aber ich liebe es. Ey, yo, Niklas, ich bin nicht mehr pleite. Ich schon. Komplett. Für immer, oder wie? Boah, Digga, du hast minus 300 Dollar. Shit. Oh Gott, Alter. Dennis ist ein fähiger Taktiker. Was meinst du, hä? Ja, hier im Game. Ich habe einen meiner Kinder Dennis genannt und habe den zu einem Kriegstreiber geklatscht. Wilde Nummer, oder? Das Ding ist, wenn ich jetzt so hier meine richtige Hände habe, dann hätte ich dir einen Mittelfinger gegeben, weil du mich so bei den Pässen genannt hast. Was? Du hast mich so wie so einen kleinen Zivilisten gemacht, Alter. Wieso? Du bist hier übelster Kriegstreiber. Achso, ich bin Kriegstreiber? Ich dachte, ich wäre ein Zivilist, Alter. Nee, ja, Digga, aber jetzt versuche ich nicht. Wunderschön. Aber jetzt versuche ich nicht. Sonic, fleißig. Mein Bruder, und teuer. Versuch jetzt nicht, dass ich jetzt so sterbe, Alter. Wegen, wenn ich jetzt sterbe, dann kriegst du dafür die Schuld. Okay. Bist ja nur mein Haupterbe. Auf komplett Frankreich. Oh, ganz. Und das ist eine depressive Freundin. Weißt du das? Die ungeduldig ist, ruhig und großzügig. Wer heißt denn deine Freundin? Osbur.
Oh Gott. Gehört die zu mir? Nein. Oh. Das kann ich nicht nochmal. Was willst du dich jetzt ficken, Niklas? Nö, nur die Freunde, die Namen meiner Kinder sind sehr, sehr dumm. Ja, die Namen sind. Einer deiner Kinder ist sogar gestorben. An inneren Verletzungen, what the fuck? Digga. Oh. Die hast du ja richtig verstümmelt. Die hat Arme und Beine verloren. Was hast du mit deinem Kind gemacht? Gar nichts. Gar nichts. Hast du einfach mal überlesen wahrscheinlich. Nö. Aha. Verheimlichst du mir was? Nö. Kinderschänder. Ja. Bin leid immer noch. Kein Grund, deine Kinder da deswegen umzubringen. Was ist das? Ach. Haben irgendwie schnell ein Geld dran? Durchs Warten. Aber braucht Geld. Minus 213. Normalerweise hättest du fett Geld kriegen müssen. Aber irgendwie, der Krieg war eh weird. Ich hab einen besseren Krieg. Wir greifen gleich mal schön Ost. Keine Truppen. Obwohl, du hast keine Truppen, echt? Ja. Oh, ich habe auch gerade keine Truppen. Oh, scheiße. Oh, jetzt 41 Truppen noch. Jerry, du weißt ja Wild Western, oder? Wild Western, das müssen wir auch mal wieder machen. Ja, guck aber mal du hier. Musst leider walken. So. Ui. Und dann, ich könnte auch sowas machen. Oha, lit. Der hält alles. Ich sag dir, Digga, du musst mal Elite Dangerous in VR spielen. Oh das Gott, oh Herr, no. Du wirst nur gegen Station fliegen. 25 yep. Gold, mein Nacken, meine Tochter braucht einen Vormund. Ich hab eine Tochter, die nenne ich Vitolini. Vitolini? Ach. Vitolini, Muschellini. Oh Gott, ich muss jetzt mal gucken, wo ich jetzt bin. Fettes Kind. Ja, wild. Da passt der Name noch mehr. Es ist so richtig wacky damit, so wenn ich damit so rumkurbel und dann sowas mache. Oh ja. Ja. Oh, das sieht cool aus. Das muss ich schon mal sagen. Oh, meine Armee kommt auch langsam wieder. Bürgermeister. Möchte auch. Oh, $30. Jeder in diesem. Jeder, so, der in den Film geht hier. Da machen wir. Aua. Wie jeder Samurai-Kämpfer. Aber mit einer Shotgun. Das ist keine Shotgun, Alter. Das ist Lever-Action. Oh. Mein anderes fettes Kind, was übrigens inzüchtig ist. Also sie hat halt mich gefickt. Ich bin halt der Vater. Hat trotzdem ein Kind, aber zum Glück nicht von mir. Oh, das ist doch die Alibi-Waffe von Rainbow. Mein Kind hat einen Bastard erzeugt. Na gut, das ist auch nicht so gut. Ist der Bastard gut? Ist Fabrice de Amigos. Ist der Bastard gut oder was? Naja, er ist schlau, aber das macht's nicht aus. Er ist ein Bastard. Und mit Bastard heißt das jetzt, er wird alle verraten? Nö, er wurde halt untreu gezüchtet und hat keinen wirklichen Vater. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe meine eigene Tochter gefickt, Digga, und das ist jetzt das Kind und ist verheimlicht. Ja. Okay. Ist Mittelalter, bisschen Inzucht. Ups. Inzucht gut. Ist doch gut. Er ist mit einem von Jeremys ein Minus gemacht. Was hast du Minus bei mir? Das ist... Hallo, nicht umbringen. Nö. Noch nicht. Ich hab ein neues Bündnis gekriegt. Das Bündnis? Oh ja, mit ja, irgendeinem meiner Versaillen. Yep. Ach du Scheiße. Was ist das denn für einer? Mein Haupterbe. Der sieht sehr komisch aus. Was? Bündnis, also. Bündnis ist scheiße, Alter. Alle machen Krieg. Oh, das ist dein Haupterbe. Den hast du verheiratet mit dem Alten. Ich seh's. Aber das ist ein schlechter Heirat. Der hat keine Eigenschaften. Ach. Brauchst du nicht. Du hast doch mich. Dein Reich wurde von Italien ein bisschen genommen. Siehst du da oben?
Ja, ich bin schon, ich finde es super dreist, Digga, übrigens auch, dass sich Italien denkt, mein Reich zu nehmen, obwohl ich den Krieg gegen ihn gewonnen habe. Gut ist, ich habe immer noch einen Anspruch darauf. Was? Verlobte also können, bedeutet das... Verlobte können heiraten. Nein, du machst jetzt Krieg mit mir. Nee, ich kann nicht was kriegen. Ach so, ja, deine Tochter. Hier, ich schick's dir. Danke für deine Tochter. Das juckt mich nicht, wie das Bastardenkind heißt. Ich will kein Geld vom Krieg gerade. Tja, Digga, ich werde dich trotzdem... Ich werde dich dann zwingen. Ich bin immer noch komplett pleite. Es ist jetzt aber Zeit für Krieg, das weißt du. Ich bin pleite. Ja. Ich hab nicht mal eine Tausender-Armee gerade auf Lager. Wenn du pleite bist, töte Menschen. Wenn Menschen kein Geld haben, töte mehr Menschen. Jetzt habe ich eine Tausender-Armee wieder. Ah, okay, dann brauche ich nichts zu sagen. Wirklich, wie willst du jetzt schon einen Krieg machen? Gegen Italien, nochmal. Oh, nee, nicht schon wieder. Doch, schon wieder. Ach, da ist meine Armee zu klein. Noch. Wenn die Typen cool neben mir dich holen, der ist klein immer noch. Oh mein Gott, ich hab ein Dynastie-Ding. Oh, ich hab keine Radspitze mehr. Oh, kann ich nicht. Oha, Dennis, wilde Nummer. Oh, der ist er. Ich glaube, das ist so eine Art DMA oder sowas, glaube ich. Oh. Steuern einschreiben, nee. Oh. Ja, das stimmt, Safety. Es gibt einen Safety. Ja, stimmt, ja. Warum läuft er so ein Zeitweg? Ich dachte, was ist das? Wie heißt die nochmal? Wie heißt noch die Waffe? Boba 14. Boba! Ich hab ein bisschen weggesoffen, wenn man das merkt. Ach, alles gut. Wer macht das nicht? Hast du auch weggesoffen? Schon lange. Im Arbeit auch? Nein. Oh. Ey, guck mal, dein eines Kind. Das sieht jetzt richtig hübsch aus, oder? Findest du es hübsch? Was denn? Guck dir mal deine Kinder an. Hm? Davon welches? Sieht eins ein bisschen weird aus. Nee, von deinen, nicht von meinen. Mhm. Meine sehen alle weird aus. Ach, dein Name kann ja gut so bleiben von mir aus. Hübsch. Nicht wahr? Mhm. Ja. So, hast du jetzt Geld? Warum tut ihr jetzt Krieg auf meinen Bereich? Was soll denn das hier? Nimm mal bitte an, Digga, dann hast du Geld. Was ist das? Ich bezahle dich für Kriegsbeitritt. Bitteschön. Ich bin immer noch pleite. Scheiße, warum bist du noch pleite, Mann? Minus Niklas, 6. Niklas, nimm meine Anweisung. Töte Menschen. Wenn die kein Geld haben, töte mehr Menschen. So machen immer die NATO immer sowas. Wenn die kein Öl haben, bombardieren sie einfach Irak. Ich will gerne erstreben, wie das Land neben mir erobern. Diese kleinen zwei Dörfer da. Wisst ihr? Du kannst den links von dir eigentlich erobern, was wenn du einen Kriegsgrund hast. Den will ich, ja, habe ich einen Kriegsgrund für den. Dann mach. Ich helfe dir. Du musst mich dann aber einladen, oben rechts. Oder ich komme einfach so rein. Oh, kostet aber für mich mehr als für dich. Geht's wirklich nicht mehr. Der hat einen Bündnispartner, ist aber egal, dem ich gebot. Wenn du mir dafür in Frankreich aushilfst. Oh ja. Okay. Ja, ich brauche immer noch Italien. Ich darf keinen Kriegsgrund für ihn machen. Ach, Mano. Dann hol dir einen Anspruch. Oh, was hab ich da gekriegt? Oh Gott, was hab ich da gekriegt? Warum hat eigentlich Italien diese drei Städte gekriegt? Ich bin super, es ist super mega dreist. Es ist super ultimativ dreist. Oh. Krieg erklären, Digga. Schmutz. Oh.
Da will ich mir halt einen Kriegsgrund. Wenn ihr es nicht wollt, mache ich es. Für komplett Italien, Digga. Es kann nicht sein, dass Italien mein Graf bekommt, der Schmutz. Kannst du wirklich nicht sein. Kannst du dir aber auch nicht ausdenken. Solange ihr Schulden habt, könnt ihr keinen Krieg erklären. Minus 1. Was? Ach so, du hast Schulden. Ja, 0. Oh. Ey, welcome out of the Schulden. Ah, heiß. Kriegst immer noch minus 1 im Monat. Warte mal, hast du Truppen ausgehoben? Nö, alle weg. Warum hast du denn Minus? Gleich wieder Plus. Ja, weil du Truppen ausbildest, kein Wunder. Egal, hey. Wird dir diese Geldspritze kurz helfen? Ich glaube schon. Nimm mal an. Mehr Geld kann ich dir aber wirklich nicht droppen. Also wirklich, das ist schon heftig viel. Oh, ich hab für ein paar Sachen Kiesgründe. 4 Gründe hab ich alles. Also was passiert jetzt, wenn ich so mache? Zum Kiosk. Den Schrank. Oh Gott. Welchen Schrank in einer Ecke? Dieser eine Schallschrank von Tracy. Ja, was damit? Nein, Keller nicht. Können wir ganz kurz pausieren für 5 Minuten? Nicht länger. Meinst du mit 5 Minuten jetzt? Ja, mach doch. Scheiße, jetzt bin ich auch noch verwundet. Oh. Obwohl, 2 Minuten, okay? Ganz kurz. Muss ganz kurz eine ganz kleine Sache machen. Mach so lange eine Werbeunterbrechung bei deinem Stream. Hi, hi. Oh. Warum erinnert mich diese Hitze hier fast wie bei diesen Ashen Dragons von Sea of Thieves hier, diesen Skin? Okay. Wenn du weißt, was ich meine, Niklas, dann siehst du schon gleich von hier aus, von der BÜ. Boah. Ich liebe diese Waffe. Diese Waffe liebe ich. Okay. Ah, die Waffe. Stimmt, diese Waffe. Weg. So. Oh, da ist die. Hm? Dem Magazin. Okay. Hier. Oh. Kein Safety. Geil. Das kickt. Schau mal, der Typ wiederkommt. Jerry. Tata. Oh Gott. Okay. Corona. Ich weiß. Corona. Hey, was ist da? Oh.
Oh. Warum können wir das nicht so, warum können wir das nicht einfach zu Hause haben? Warum können wir einfach nicht das hier zu Hause haben? Oder Niklas? Hm? Warum können wir nicht das hier einfach zu Hause haben? Mhm. Welche hast du jetzt überhaupt? Hm? Welche VR hast du jetzt? Valve Index. Ah. Wie kann kannst du nicht andersrum rein mit der Munition zuerst? Warte mal. Ah, okay, das ist fast wie eine LMG. Warte mal. Nee, aber... Ja. Ah. Man muss das einfach nur reinschlagen. Ja, 2 Minuten. Das macht so viel Spaß. Mhm. Hm. Ich weiß nicht, ob es so fair ist. 6500 Truppen gegen 2200 Truppen. Das ist super fair, was sagst du da? Mhm. Genauso fair, was ich jetzt habe in meiner Hand. Ui. Wenn das Ukraine kriegt, das ist sehr fair. Warte mal. Und? Bam, Junge. Gibt dir das auch so einen Rückstoßeffekt, oder? Ne? Gibt dir der Controller auch einen Rückstoßeffekt, so ein bisschen? Ja, wenn ich das mit einer Hand halte, dann ja. Wow. Also wie, warte mal, ich kann mal so eine kleine Demonstration machen. Das hier, die hier. Oh, scheiße. Da brauchst du schon wirklich so einen halben Anzug, um das Ding zu halten. Vielleicht das auch. Guck mal, wie groß das schon ist hier. Ah ja, stimmt. So, und jetzt nur mit einer Hand. Also man sieht schon. Oh. Ja. Okay, das ist das. Das ist so von diesem Meta-Zähler. Okay, jetzt kommt noch mehr Trumpf und ich brauche Hilfe langsam mal. Ach, du bist im Krieg? Ja. Wie kommt das denn? 1600. Das wird nämlich zu knapp. Oh, Scheiße. Bergmann. Ich bin wieder da. Oh Gott, das ist auch so. Oh Gott, das ist so eine lustige Waffe. Ah ja, das machen immer kleine Kinder hier, wenn sie Langeweile haben. Dennis wird dir helfen kommen. Der andere wird dann gehen. Ja, mit so einer Waffe hier, was ich jetzt habe. Genau, mit so einer Waffe. Oh, da haut er auch schon ab, der Verlorene. Tja, das ist nur Pussy. Sein Gegner, also sein Verbündeter, wird gerade von mir einfach mal so erobert und ich helfe dir mal auch mit 2000 Truppen aus. Mhm. Alter, ich mach so gerne Geräusche, wenn die das nur hören könnt. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Es macht wirklich gut. 2000 Truppen kommen. Ey, deine Tochter hat meinem Sohn ein Kind gekriegt. Ich darf es benennen. Oh, da kommt, entscheidend mit zu uns kommt 2000 Truppen. 2500 Truppen kommen. 2050 Truppen. 55. Ah, die kommen zu uns. Jeremy, bist du bei mir? Hilfe. Ich bin doch bei dir drinne. Dann machen wir die Truppen fertig, sonst bin ich tot. Ja, meine Truppen helfen deinen Truppen. Alles gut, bleib einfach drin. Oh fuck. Helf mir. Ah, geht automatisch. Das wird ein bisschen knapp. Okay, never mind, das wird nicht knapp. Das wird nicht knapp.
Ich hab den gegnerischen König einfach mal so gefangen genommen. Schon hauen die ab. Oh, die kommen. Oh. Bin ich. Ja. Wenn du es willst, können wir das schon in 2 Tagen gewinnen. Was ist das hier? Ich kann den Krieg ein bisschen schneller an. Der Krieg ist auch schon gewonnen. Also ja. So gut hier. Aber kannst du noch warten, bis ich den Verbündeten komplett habe? Das sind 30 Tage länger. Das schaffen wir. Oh ja, wir müssen wirklich warten, bis ich den erobert habe. Nee, hier ist noch eine Stadt. Dann erober sie. Oh, da kommen die kommen weg. Mach die tot. Dann bin ich tot. Dann helf mir. Warum sind meine Truppen jetzt. Ihr sollt zusammengehen, Truppen. Meine Truppen haben sich einfach gedacht, okay, wir trennen uns mal. Willst du mir nicht helfen kommen? Ich komme jetzt. Hä? Okay, wunderbar. Ich komme mit 800 Truppen, die anderen Truppen. Ich hab zweimal, zwei Truppen, wie es aussieht, auf einmal. Ding, 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 ding. Jetzt gibt's dicke einen Arsch. Keine Chance haben sie. Ich hab nur Angst, dass Dennis halt stirbt. Über? Achso. Ja, du bist voll im Krieg mit drin. Yay! Krieg! Scheiße. Das ist nicht. Oh, das ist eine schöne Waffe. Schön. Oh, da kommen schon wieder 300 Truppen. Da wollt ihr immer von mir. Lass ihn doch mal in Ruhe einnehmen, Alter. Warum brauch ich. Das stirbt halt. Wow, okay, Niklas. Ja, so machst du das mit deinen Truppen. Forderung oder kapitulieren? Die Forderung, ne? Jojojo, fordere es. Desert. Das ist ein Desertier, okay. So, der ist auch größer geworden. An deinen örtlichen Adligen oder was? Jerry? Was gibt's? An einen örtlichen Adligen oder einen Adligen aus meiner Kultur? Aus deiner Kultur. Gut. Oh, eine Frau. Oh, voll leise. Ey, was wird hier gemacht? Warum erobert ihr meine Sachen an mir rausholen? Sofort dahin. Endlich saugt man nicht mehr bei mir, Digga. Deswegen hab ich mal meine Fresse halten dürfen. Einschalten. So, diese kleine Drecksprovinz, wer braucht sie schon? Krieg? Anspruch habe ich auf jeden Fall. Oder ich nehme mir das Königstum von dem Wichser hier unten. Kriegerklang. Religionskrieg. Das ist ein Herzogstum? Was? Ich glaube, wir brauchen deine Hilfe wieder. Tag 9. Wo ist meine Lieblingsrevolver? Wo ist meine Lieblingsrevolver? Oh. Er hat einen Verbündeten? Nee. Er hat 600 Truppen nur. Null. Die sind alle gestorben. So geht's auch. Ich mache hier gerade anders, Crusader, Alter. Ich erober einfach mal die Türkei da unten. Was? Was hast du gesagt?
Das kann ich nicht dienen lassen, Jerry. Nicht Türkei, sorry. Das ist irgend so eine kann, komische... Das kann ich nicht dienen lassen, Jerry. Also, das weißt du. Das ist nicht die Türkei, sorry. Das war falsch gesagt. Das kann ich nicht dienen lassen, Jerry. Oha, Dennis, Digga, du hast ein wunderschönes und übel intelligentes Kind gezeugt. Aber er ist asexuell. Ja gut, er hat gar keine... Ich habe gerade gedacht, er wäre asexuell, aber er ist ja halt 0 Jahre alt. Er ist keine Sexualität würdig. Den nennen wir mal Dennis. Wie würdest du deinen Sohnemann nennen? Dennis. Ashraf. Ashraf, okay. Oh, stimmt. Was heißt, was bedeutet eigentlich Ashraf? Ganz kurz. Ich habe einfach seinen Namen gedacht hier. Ah, okay, wunderbar. Ashraf. Und er wird Kriegsführer. Eigentlich ist das so hier Mitarbeiter. Ach so. Na. Na, wenn das so ist. Krieg gewonnen. Das war der schnellste Krieg überhaupt. Geiles Herzogtum, was ich gekriegt habe. Mein einer Sohn, Vitolini, könnte es haben. Oh. Wer ist eigentlich Vitolini? Ach, das ist der Spaß. Mhm. Der mit deiner Ehefrau rummacht. War ja was. Sieg, 20 Ocken. Oh, das ist so ein schöner Revolver. Oh, das würde ich so gerne im Real Life haben, wenn es jetzt noch die Zukunft wäre. Ab nach American. Digga, diese Waffe gibt es noch nicht mal im Real Life, Alter. Das ist eine richtige Zukunftswaffe. Mhm. Man sieht schon. Machst du schon wieder? Warte mal. Gamed. Ich game. Ich teste jede Waffe aus. Warte mal, ist das schon. Oh. Prinz Schmuddelini, das war ja mitten im Krieg, Digga, dass ich irgendein Kind geboren habe. Erstmal Schmuddelini genannt. Warum kommt das einfach so richtig unerwartet? Ah. Mein Sohn ist jetzt mein scheiß Versailles. Vitolini. Schmuddelini, Muschelini. Was noch? Bruh. Ach so, von Schmuddelini heißt das Kind einfach mal, musst du dir selber angucken, lies es nicht laut. Will ich das mir angucken? Ich weiß es nicht. Ah, er hat sich. Warum mache ich jetzt 3 Bündnisse auf einmal? Wegen mir. Wir haben Big Business. Aber dein Bündnis, das ist das Bündnis, weil, guck mal, deine Tochter übrigens ist jetzt eine Gräfin, weil sie halt mit meinem Sohn Vitolini verheiratet ist. Und ich habe gerade Vitolini eine Grafschaft gegeben. Uiuiui. Wenn du Söhne hast, die älter als irgendwas sind, du hast ja alte Söhne, guckst dir an, du hast hier Bortasik, der Name ist wild, Adrelik, die kannst du auch Gebiete geben. Das ist sogar besser, wenn es in deiner Familie bleibt. Oh, Digga, guck mich an, Alter. Ich bin ein scheiß Rentner. Schmutz. Wow. Meine Frau sieht auch nicht mehr aus, Digga. Meine Frau sieht aus wie Yoda. Ach, meine geht. Immer noch. wie Yoda? Ja, also, Digga, übel. Ich hab zwar Jeremy die Frau weggenommen, aber egal. Wie, was hast du... das... Ja, ja, die eine, die ich direkt heiraten wollte. Die geht ja wirklich noch fit. Die ist sogar ein Poet. Ehrenfrau. 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 Ich sagte so. Warum sieht das an, so wie so diese eine Affe so von Star Wars? Weißt du, von so dieser kleine Companion von Jabba? So diesen Affen. Wie heißt es? So der so lacht. So. Kein Scheiß. Ich weiß selbst nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. Oh. Oh. Weißt du, was mich am meisten abfuckt? Dass diese scheiß Italien immer noch bei mir drin ist. Mhm. Darf wirklich nicht, es darf nicht sein. Das ist doch einfach so. Nein. Ihr könnt die Bande von Prinz Vitolini ändern, ja? Geld. Er wird mich dafür nicht mögen, ist mir aber auch recht egal.
vergessen. Sag ich, die maximalste vom maximalsten. Und schlechte Ritter habe ich auch. Geil, kein Wunder, dass ich hier Kriege verliere. Halt fest, mal. Und Ritter einladen, alles. Oh, scheiße, ich bin pleite. Nein! Jerry, nimm meine Anweisung. Du weißt ja. Ah. Nimm die Anweisung, was ich so Niklas gesagt habe. Weißt du noch? Yes. Ach, Religionskrieg kannst du machen. Das ist ein guter Kriegsgrund, der ist billig. Dann mach das, hier töte Menschen. Menschen töten. Right, wife, life. Aber warte mal, du willst meinen Grafen da unten angreifen? Wait a fucking damn second, das ist... Nein. Doch. Den brauch ich. Wie vergrößert ein bisschen das Glied zu dir? Junge. Der hat einen Glitzkunk in den auch einfach so gehabt. Sei nicht ehrenlos. Ja, der hat mich schon mal angegriffen, deswegen. Da ist mein Lieblingsrevolver. Halleluja. Lieb ich. Wenn du den angreifst, Digga, habe ich einen Kriegsgrund auf dich, das weißt du. Greif ich nicht an. Oha. Eine Aussage. Also ich weiß nicht, schaffst du 7000 Truppen gegen 2000? Wäre eine wilde Nummer. Ich kann auch gerne meine Sachen wieder zurücknehmen. Oha. Welche Sachen? Die Tochter, die ist schon verheiratet, die geht nicht mehr zurück. Einfach Bündnis mit dir aufnehmen. Oha, das wäre nicht sogar vom Vorteil. Ach, da muss ich, und mich. Da musst nicht mehr in deinen Kriegen kämpfen. Ich hab grad Krieg geführt ohne dich. Ich muss nicht mit dem King kämpfen. Oha. Jetzt krieg ich einen Königstitel. Ich hab 10.000 Rupp voll vergessen. Zack. Und Angriff. Und Angriff. 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 Bon favor. Teil lebt immer noch. Langweilig. Gibt's da vielleicht einen anderen Ding hier? Ich gucke noch einen besseren Reflex hier für meinen Lieblingsrevolver. Weg damit. Ist das besser? Hier im Arsch kaputt die Lösch. Falsche Seite. Danke! Was willst du? Lieber Gott, den es nicht gibt, hat mir gerade übel viel Geld gegeben. 300 Cash, Digga, nur weil ich an Gott glaube. Ui. Sheesh! Ja, dabei gibt's sie nicht. Rick und Morty, ey, fick dich, Gott. Es gibt kein Gott hier. Wo ist denn Gott in Spanien, Junge? Ich box grad Spanien komplett weg. Ich wo ist der Gott? Ich hab selbst keine Ahnung. Nee, Jerry, in Brasilien gibt es Jesus, Junge. Gott nicht. Oder in Brasilien gibt es Jesus, Junge. Was sagtest du denn? Ne? Ah. Was ist? Kapitulieren tue ich nicht. Kapitulieren? Niemals. Na, heißt, ich muss ihn angreifen, das weißt du, ne? Ist halt kein 92. Digga, dann. Nimm meine Versalierung danach. Kannst du wieder zurückkriegen. Kein Problem. Wie, wenn du es hast? Alter, what the fuck, Internet? Jetzt Internet besonders. Du kannst es mir nicht geben. Ich habe auch einen Kriegsgrund auf ihn. Auf Easy-Basis. Ja, ich auch auf Easy-Basis. Aha. Oh, das ist jede einzelne Chance. Dann, Jerry, das heißt, ich kämpfe bei jedem Krieg für dich mit. Wenn du mich brauchst. In der Armee. Aha. Das macht Dennis schon wieder. Der Bruder erpressen! Wer erpresst mich? Ich nicht.
Weil ich jemanden ermordet habe. Oh. Was ist für wen denn? Kann sein, dass ich den König da links umgebracht habe. Weiß ich nicht. Okay. Er ist ausgerutscht. Ja. Ich greife ihn an. Wenn du ihn angreifst, dann greife ich dich an. Das weißt du. Ich muss angreifen, das weißt du. Ich muss ihn auch angreifen, das weißt du. Ich würde dir vorschlagen, da schnell wegzugehen. Weil deine Truppen werden da gleich alle sterben. Also ich bin schon auf Alter 4 drauf, nur dass du es weißt. Tja, Digga. Das tut mir jetzt schrecklich leid. Wie soll ich das noch machen? Ja. So ist es halt. Du kannst doch nicht was von Frankreich fingieren, Digga. Ich helfe dir da Großbritannien zu holen, aber Frankreich bleibt meins. Und auch so ein Krieg wegen so einer dreileitenden Grabschaft. Digga, warum hast du das Spiel verlassen? Ja, sag ich, bin auf Alter 4 drauf. Bruder. Wenn, dann gib ich es dir. Aber nur, ich kann es dir geben. Du kannst es mir nicht geben, aber ich kann es dir geben. Als Versal natürlich. Ah, ich muss dir immer noch meinen Spielplan